Jawohl, bin da! Ja! Deppert, die sind aber extrem kugelsicher. Das dürften wirklich Exoskelette sein. Wo muss ich denn hinschießen? Kopf! Kopf ist ziemlich gut. Na, wo muss ich hinschießen? Nach vorne. Da, einer vor mir ist einer. Ein Mann am Boden. MG down. Oh! War da hinten ist schon wieder einer. Ja, schießt hier. Ist der Goose? Bernd, weißt du, wo der Goose ist? Keine Ahnung, der war vorher hinter mir. Da bin ich eh. Alles klar, alles klar. Gut, ein Mann am Boden. Ja, das ist so mühsam, dass die so viel ausholen. Ja, die halten sich nicht. Meine Waffe richtet überhaupt nichts an. Ja, sind Aliens. Ja, ich glaube, wir sollten eher eine Waffe haben. Ja. Also da links wäre frei, da könnten wir Richtung Lamba, tralala. Rechts herum scheint auch frei zu sein. Ich schau mir das einfach mal an. Warte, nein, nicht der Lader herumlaufen. Starts mit zurück, wenn was ist und geht. Ah, nicht, weil dann sind wir mehr beschäftigt uns zum Aufstellen, als was wir weiterkommen. So vernünftig nach dem Affin, das ist ein Wahnsinn. Ja, weißt du, das ist einfach so hell auf die. Boah, ich hab mir schon gedacht, ich muss sterben. Ich würde sagen, wir springen einfach da zu der nächsten, also wir laufen zu dieser nächsten Wand da vorne. Die Tanja hatte per Mund-zu-Mund-Beatmung wieder ins Leben zurückgeholt. Oh. Ich bin ehrlich gesagt da für diesen Sprung. Wie schaut's bei euch aus da drüben rechts? Ja, schaut gut aus. Freunde, ich muss da kurz repacken. Nämlich alles in die Freaks reingebracht. Also da schaut's echt gut aus, wenn wir da reingehen. Bei der 20er Tafel, da passt das. Was ist die 20er Tafel? Die 20er Tafel links am Ende der Straße. Ich hab die Mütze da, aber ich glaube, ich hab noch. Nein, man, grad drüber. Über die Wiese. Da ist irgendein Bahnübergang da drüben. Okay, verstanden, Bahnübergang. Ja, passt, gehen wir da ran, oder? Vorne. Ja, ich muss fertig repacken, bin bei der Hälfte. Weil ich eh wurscht, wir sind eh Vorstoßtrupp, ihr zieht's nach. Da durch die Lücke, ja, über die Wiese. Ja, passt, wir gehen. Ja, Sprung! Wo ist denn das? In der Zaunlücke, Zaunlücke! So, Goose, genau da links liegt einer. Kannst du die Waffe aufnehmen von ihm? Warte, gibt da noch Deckung? Schnappt er die Waffen, schnappt er die Waffen. Da hinten ist nur so eine Alien-Waffe zum Aufglauben, wer will? Rechts hinter mir. Ich sehe den nicht, wo ist der schon wieder? Rechts hinter dem Bowman, das ist. Nein, da ist auch eine. Ich hol mir die andere. Ich schaff's einfach nicht. Okay, die haben beide keine, der da. Ja, der hat einfach keine. Gut, alles durch. Neodym! Irgendwer ist nur links von mir. Neodym! Ja, zwei sind links von mir, ich hab's gehört.
Die sind in dem Bretterhaufen. Was hat der da in dem Bretterhaufen drin? Hallo? Bei deinem G, bei deinem Innengewehr, schaut mir das. Bei der Autos, bei den zwei. Ja. Warum hört mein Bernhard nicht mehr da drüben links von uns? Sieht aus wie LKW mit Munition da drüben. Ja. Wie sieht die Tanja? Hallo. Hey, wir sind da. Ja, die fahrt am Weg, sind auf die geht zu uns. Ich bin der Vierter, der da heute Erkennungszeichen. Beschuss rechts! Alla. Keine Ahnung. Ich hab noch einen. Und in der Hütte. Geht einmal ein bisschen vor, Werner. Da schwebt ein Maschinengewehr vor mir. Ich glaube, wir haben Ausfälle. Ja, wir haben Ausfälle. Links hinter mir, drei Stück. Ich bin wieder da. Ja, ja, da auch da. Ja. Links von da. Links von da. Ja, da ist jetzt nichts mehr. Rings weg von da. Du versorgst okay. Eine freie Fläche, wo gerade drei Leute umgeschossen worden sind. Ja, und dann kommt nur wieder aufgewacht. Da ist grüner Rauch. Meiner, unserer. Okay. Anja krabbelt da weg. Und Daniel, die sind schon alle abgeräumt dort hinten. Beim Müllcontainer war einer. Ja. Ja, du stehst an, passt. Da kannst du versorgen, ist gut. Deck doch hinten. Wir sind nach rechts und du liegst in der Hundehütte. Ich weiß. Ich will mir aber nicht in die Hundehütte legen. Das ist der Kiewerer, glaube ich. Ich möchte wissen, wie es die Haring eingeschlagen haben da. Da passt. Danke fürs Aufstehen. Du hast Converse übrigens auch, weißt du das? Ja. Ui, der Nebel ist aber grün. Ist da ein Alien implodieren oder was? Gehen wir weiter, ja. Der war da rechts, da quer durch. Genau, den einen haben wir da vorne erwischt. Ich bin mal wieder wie es jagt quer. Schwebt ein Maschinengewehr. Oh! Da wäre was. Ein fliegendes Maschinengewehr kann man sicher gut einsetzen. Ja, nehmt mal bewaffnete Drohne. Leichen, Silo. Nichts da rechts. Ich brauche Alien-Leiche. Schana-Leiche. Die müssen nur gescheit den Füße, diese Kreatur. Das wäre ein Massaker. Ich brauche von den Alien Muni. Die haben nicht alle was dabei. Die haben nichts dabei, womit schießen die dann auf uns? Ich glaube, dass die denen ihre Waffen einfach selbst zerstören. Ja. Oh, Alter. Zetteln die, wenn die eh ein Dach über den Kopf haben. Weiß ich nicht, vielleicht einer kalt ist. Was? Ich meine, das Dach schaut nicht so dicht aus. Danke, und ich hab mir selber. Oh! Ja, das ist alles tot da. Ja, die Aliens haben da ziemlich gewütet.
Hey, ist der Truck da hinten, ist es ungefähr unser Ziel? Ja, ich behaupte mal, es schaut aus wie ein Munitionstruck. Ja, eben. Funkgeräte. Nehmt euch Funkgeräte mit. Wenn noch irgendwas da mag, braucht ihr so viel ab. Ich hab mir nämlich eine Saar genommen. Sehr gut. Da vorne ist auch noch so ein militärisches Zelt, vielleicht kommt man das auch untersuchen. Da Dings abgelegt. Da den, bei dem Haverer da. Ah, gefunden. Ja. Warte, nur was von denen? Oh. Bitte? Ist nur irgendwas bevor der gefahren? Ja, warte. Also das, dass die Alien-Waffen despawnen, das heißt nicht von Falling Skies werden, das heißt von woanders, oder? Richtig, ich glaube, das ist so, wenn die Operator sind. Alles klar, das wollte ich hören. Bitte? Das Fahrzeug ist abgeschlossen, ich will die Scheibe nicht mehr haben. Maxi. Ich weiß, dass da ein Nagel bricht, oder? Was ist mit dem LKW da hinten? Ja. Stuff. Mhm. Aber das brennt, müsst ihr aufpassen ein bisschen. Ich würde sagen, wir müssen diesen Truck da holen. Der schaut gut aus. Aber nicht drinnen. Ah, das ist sicher das, was wir holen müssen. Sollen wir uns den Medic-Stuff noch anschauen oder wie schaut es da aus bei euch? Ich habe eigentlich noch genug. Falls ihr Platz habt und das Licht frei ist, da hinten hätte man noch das Ding. What? Na, ich hab schon ein Rohr. Ich lade mal mein Gewehr da rein, ich habe kaum mehr Munition und wechsle dann auf was, mit was ich schießen kann. Da, wer kann das Ding aufnehmen? Werner kann das Ding aufnehmen, wenn schon. Jack, meine. Oh. Mhm. Das ist aber ein schönes Rebel. Schuss, wie viel? 1, 2? Einen ganzen. Alles klar. Ja, ich glaube, wir müssen noch irgendwas Nützliches finden. Na, das passt schon. Das passt schon, ich glaube, das reicht. Glaub, nein, das ist für den Auftrag. Ja, das ist der LKW, der Auftrag. Na, da ist ja nichts drin in dem LKW. Das macht nichts, das ist ein Ammunition Truck. Gehen wir nur mal selbst befummeln am Medizinzelt oder kommt wer mit zum Befummeln? Ja, ich komm mit. Braucht das auch vielleicht. Wir schauen mal. Boah, Alien! Nur einer dahinter! Dahinter nur einer! Da ist nur einer! Wow! Magazin! Der Schreck ist aber groß. Berge Werner! Ja gut, zieh ihn zurück! Oh. Dürfte aber alles gewesen sein. Negativ, da kommt ein Schuss rein! Unsere rechte Flanke decken. Ah. Ja, check, mach ich!
Durchmelden, wer ist da? Neodym Expatis. Okay, Neodym Säge Expatis. Alien wieder. Oh. Kommen die her? Gut, alle da, passt. Immer noch? Ja, da kommen immer wieder welche. Bernhard, richte die Ausrichtung rechts aus deiner Sicht. Was ist Henry? Ja, das habe ich nur zu einem Rocker-Typen gesagt, die könnt schon dort bleiben. Okay. Passt, Bernhard, da schaust gut. Ja, da links zwischen die Häuser. Wie es vorher geschaut hast, ja. Da kommt es heiß werden. Ja. Ah, ich habe einen. Clemens Holzstapel. Genau dahinter. Bei den Holzstapeln, da steht, sitzt einer dahinter. Genau da, wo du schießt. Da kommen ein zweiter. Was schon, na, links bleiben, Gus, links. Die kommen jetzt um die Hütte herum. Ich check da rechts von dir, Bernhard. Schau immer nur zwischen die Häuser. Um die Ecke kommen. Ja. Scheiß Kreatur. Und nie hat dieser Satz besser passt wie jetzt. Ja, da passen wir auf! Gehen wir ins Mikro. Gehen wir ins, eine Schmerzbacke. Ja, die Lady, die öfters. Wie viel Schuss hast du nur, Bernhard? Was? Wie viel Schuss? Kann ich leider nicht sagen. Check. Also unter 100. Ja. Wie schaut's bei euch da drüben aus? Also was habt ihr da noch ausgeschalten? Hey, da liegt der Klon vom Goose. Ja, wir müssen dann den LKW da, glaube ich, bringen, ne? Ja, das müssen wir. Da hinten.
hinten sind noch welche. Was heißt, wo hinten? Näher ja, beschreiben. Da, wo der Werner gerade nach hinten gegangen ist. Wir haben vom Werner entfernt 100 Meter, 200 Meter, 500. Was? Weiß ich nicht, da waren vorher noch welche. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Die sind hinter dieser Hütte verschwunden, da gerade vor uns. Okay. Hey, lass uns doch abhauen. Ja, hau mal ab. Hau mal ab. Hier sind wir. Da können aber nur zwei aufsitzen oder drei, ne? Okay. Können wir das mitnehmen, das Teil? Ja. Oh. Ich glaube aber nicht. Na, weil es ist voll mit Ammunition. Da passt nichts mehr rein. Das ist ja nicht mehr nicht schon, weil sein Laderaum nicht zugänglich ist. Da ist eingeladen. Okay, gleich mal weg. Ja. Ja, gut, ich geh jetzt Beifahrer. Da hinten umeinander, nicht mehr da. Wow. Hey, gut, ich fang. Ja, sollte man den Alien nicht nur beseitigen? Check, schenk mal ein. Nicht, dass uns der Volk und das Camp kompromittiert. Ja, das stimmt eigentlich.